Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute habe ich dir 5 Gründe mitgebracht, warum du meditieren solltest. Ich habe es schon so oft gesagt, das war so mit einer der ersten Schritte, die ich gegangen bin und die so unglaublich viel bei mir verändert haben. Und zum einen ist es natürlich Punkt 1, die Entspannung für den Moment. Also in dieser Zeit, wo du meditierst, sind es 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten. Bist du entspannt. Dafür sorgt die Meditation, vor allen Dingen, wenn ihr geführte Meditation macht. Also für den Moment seid ihr schon erstmal entspannt. Das ist unglaublich wichtig, dass man sich mehrmals am Tag einfach mal kurz entspannt und loslässt. Der zweite Punkt ist, wenn ihr das dann einfach regelmäßig macht, entsteht dann so eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit auf lange Sicht. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, das überträgt sich auch auf eure Kinder, wenn ihr selbst innerlich ruhiger und ausgeglichener seid, werden es auch eure Kinder sein. Zum dritten Punkt. Durch Meditation lernt ihr euch selbst besser kennen. Es ist unglaublich krass. Ihr könnt viel besser Situationen einschätzen, könnt viel besser einschätzen, wie fühle ich mich gerade, warum fühle ich mich so, was muss ich tun, um mich besser zu fühlen. Ihr könnt euer Energielevel viel besser einschätzen. Ihr merkt viel, viel zeitiger, okay, hier muss ich mal schnell was machen für mich. Hier muss ich entweder mal kurz an die frische Luft, muss mal kurz entspannen, muss irgendwo Kraft tanken. Ist auch super interessant. Der vierte Punkt ist, du kannst durch Meditation unglaublich viel verändern. Wie gesagt, es fängt schon damit an, dass du ruhiger und ausgeglichener bist. Du kannst zum Beispiel, ist auch so ein schönes Beispiel, einfach eine Chakra-Meditation für mehr Selbstliebe machen, um so deine Selbstliebe zu verstärken. Also auch so Themen, wo man manchmal nicht weiß, okay, wie arbeite ich jetzt daran, wie verbessere ich das? Mach eine Meditation dazu zum Beispiel. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zum fünften Punkt. Die Arbeit an dir selbst durchgeführte Meditation. Ich finde es an der Arbeit mit sich selbst zum Beispiel auch unglaublich wichtig, Dinge und Personen, die in der Vergangenheit passiert sind, negativ, ja, also Personen, die dich verletzt haben, negative Dinge, die passiert sind, die uns heute immer noch beeinflussen, weil wir ständig dran denken müssen oder unser Handeln dadurch beeinflussen lassen, die loszulassen, das Ganze abzuhaken, um die Macht, die wir da abgeben, an diese andere Person oder an diese Begebenheit von damals wiederzubekommen, wiederzuholen, weil nur wir haben die Macht zu entscheiden, wie wir uns fühlen wollen, wie wir unser Leben leben wollen. Und diese Macht dürfen wir nicht an andere Personen zum Beispiel abgeben. Und durch eine geführte Meditation kannst du das loslassen, kannst du diese Person loslassen, kannst dir die Macht wieder zurückholen. Also da geführte Meditationen helfen auch extrem bei der persönlichen Weiterentwicklung, bei der Arbeit an sich selbst. Und das benutze ich auch sehr, sehr stark. Ich lege jeden Monat den Fokus auf eine bestimmte Sache, die ich positiv beeinflussen möchte, nehmen wir zum Beispiel mal Selbstliebe, und richte meine Meditation dann in diesem Monat auch ganz stark auf dieses fokussierte Thema, um da in diesem Monat ganz stark Fortschritte dazu machen zu können. Also das waren so meine 5 Tipps oder meine 5 Punkte, warum ich Meditieren so wichtig finde. Entspannung, Ruhe und Ausgeglichenheit auf lange Sicht, sich selbst besser kennenlernen, viel im Inneren und Äußeren verändern können und es unterstützt unglaublich an der Arbeit mit sich selbst. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, ob ihr bereits meditiert, wie lange ihr schon meditiert, ob ihr vielleicht aktuell meine Meditations-Challenge mitmacht. Da könnt ihr ja jeden Tag einsteigen, einfach bei Tag 1 mit der ersten Meditation, mit der Atemmeditation beginnen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss!